Servus, hier ist wieder Stefan, euer Internom-Videoblogger. Ich befinde mich heute in Niederösterreich. Das Wetter spielt leider nicht so mit, aber nichtdestotrotz freue ich mich auf den Besuch von Franz. Der Franz, wie ihr hinter mir sehen könnt, hat dieses Jahr saniert und zwar im Juni kamen dann neue Internom-Fenster dazu. Wie das Ganze jetzt ausschaut, schauen wir uns jetzt an. Los geht's! Ja, freut mich, heute wirklich bei euch sein zu dürfen. Ihr habt es ja dieses Jahr gleich saniert und im Juni dann in euren Internom-Fenster eingebaut. Ja. Meine erste Frage wäre, warum habt ihr euch für Internom-Fenster entschieden? In erster Linie haben wir uns für die Internom-Fenster entschieden, weil wir eine renommierte, gute Firma haben wollten, denn wir versuchen so wenig wie möglich zu renovieren, das heißt, wir brauchen Dinge, die wirklich langhaltig, auch über Jahrzehnte gemacht werden. Nämlich auch schon für unsere nächste Generation. Was begeistert euch generell an der Marke Internom? Also mich in erster Linie begeistert von Internom eine wirklich lange Gewährleistung. Auch wenn man technische Dinge erfragen möchte, ist man an kompetenter Stelle. Die Fenster sind, auch die Eingangstür, die wir haben im renovierten Haus, sind sehr gut gemacht von Dichtung, Ecken und vor allem als Frau leicht gemacht für die Reinigung. Und wie war eigentlich dann die Zusammenarbeit mit dem internen Vertriebspartner? Der war eigentlich relativ gut, muss ich sagen. Und alles perfekt. Das war alles eigentlich so okay. Die Lieferung hat gepasst und alles. Ja. Ja, würdet ihr dann auch Internom anderen Leuten weiterempfehlen? Ja, das würde ich. Selbstverständlich. Ja. Ja. Wir danken für dieses gute Produkt unseres renovierten Hauses. Natürlich wäre es toll, von Seiten der Firma Internom noch weiter in die Technik und auch in die Forschung Zeit zu investieren, um auf dem Markt zufriedene Kunden zu haben. So, das war's auch schon wieder. Es war wirklich spannend zu sehen, dass man auch mit Internom-Fenster wirklich sehr gut sanieren kann. Ja, für mich geht es jetzt weiter. Also auf zum nächsten Türstopp. Bis dann!